Meditation, um deine Seele und dein Ego in Einklang zu bringen. Find erstmal eine aufrechte Sitzposition und schließ deine Augen. Und dann streck deine Arme seitlich auf Schulterhöhe nach außen aus und halte die Arme einfach wie in einem T nach außen gestreckt. Nimm wahr, wie sich die nach außen gestreckten Arme über die Zeit anfühlen, ob sie vielleicht schwerer werden und absinken. Oder ob sie auch leicht bleiben. Nimm einfach nur wahr, wie es sich anfühlt. Ist es dir wohl oder unwohl? Ermüden die Arme? Und dann nimm deine Arme wieder nach unten und platziere deine Hände auf den Knien oder Oberschenkeln oder im Schoß. Und spür für einen Moment in deinen Armen und Schultern nach. Bring dann deine Aufmerksamkeit zu deiner Kopfkrone am obersten Ende von deinem Kopf und halte hier die Aufmerksamkeit einfach für die nächsten Momente. Stell dir jetzt vor, dass du durch deine Kopfkrone einatmest und der Atem durch den Kopf und entlang der Wirbelsäule nach unten in dein Becken fließt. Mit der Ausatmung nimm wahr, wie der Atem sich hier in deiner Beckenschale sammelt. Und mit der nächsten Einatmung lass den Atem wieder durch die Kopfkrone entlang der Wirbelsäule nach unten ins Becken fließen. Auch hier nimm wieder wahr, wie der Atem sich in der Ausatmung sammelt. Mit der nächsten Einatmung lass noch mehr Atem wie Wasser nach unten sinken. Und bleib die nächsten Momente in diesem vorgestellten Atem, der wie Wasser durch die Kopfkrone entlang der Wirbelsäule nach unten fließt. Du kannst deine Atemzüge dabei gern auch ein kleines bisschen intensivieren und verstärken, um fast so ein Gefühl zu finden, als würde wirklich der Atem jeden einzelnen Wirbel berühren können. Tauch wirklich ein in dieses Gefühl der Atemberührung in dir. Den nächsten Einatmen lass auch durch die Kopfkrone nach unten fließen, jetzt aber nur bis ins Herz und streck hier deine Arme nochmal seitlich nach außen aus. Und stell dir vor, wie der Atem aus dem Herz in die Arme nach außen fließt und aus den Armen zurück ins Herz und weiter nach unten. Jetzt lass mit der Ausatmung den Atem aus dem Becken aufsteigen ins Herz und nach draußen in die Arme und Hände. Von den Armen und Händen wieder ins Herz und weiter nach oben über die Kopfkrone. So dass dein Atem jetzt wie so eine Kreuz- oder T-Form beschreibt. Und so dass du deine Arme jetzt auch nach außen streckst wie vorhin, aber dieses Mal
den Atem nutzt, um deine Arme tragen zu lassen. Spür hier nochmal in das Gefühl der nach außen gestreckten Arme und Hände und schau, ob sich vielleicht irgendwas anders anfühlt als vorher. Jetzt, wo du den Atem ganz bewusst zu deiner Unterstützung dazu nimmst. Wie getragen können deine Arme sich in dem Moment durch die Atmung fühlen? Dann lass auch hier deine Arme und Hände wieder nach unten sinken. Leg die Hände im Schoß oder auf den Knien oder Oberschenkeln ab und spür auch hier nochmal ganz bewusst im Körper nach. Und was wir sagen können, ist, dass unsere nach außen gestreckten Arme und Hände unsere Ego-Ebene symbolisieren, unser Handeln in der äußeren Welt. Wohingegen unser Atem und unsere Aufmerksamkeit entlang der Wirbelsäule in der Vertikalen von oben nach unten und zurück unsere Seelenebene darstellt, unsere Innenwelt. Und vielleicht hast du in deinem Körper spüren können, dass das bloße Handeln in der äußeren Welt, das bloße nach außen strecken der Arme, relativ schnell ermüdend sein kann, relativ schnell schwer werden kann. Während es aber viel einfacher ist und viel leichter und getragener sich anfühlen kann, wenn das, was du im Außen tust, durch die Seele eingespeist und genährt wird. In dem Moment, wo du die Arme nach außen streckst, aber die Energie und die Kraft aus dieser Seelenebene holst, in dem Moment fühlt sich's meistens einfacher, leichter, getragener an. Und das ist was, was wir in unserem Leben immer wieder finden. Vielleicht kennst du die Situationen, dass du im Außen handelst, im Außen tust, ohne dabei aber ein tieferes Gefühl der Erfüllung zu finden. Du bist im Handeln, im Ego, im Außen, aber die tiefere Bedeutung fehlt. Und in den Momenten kann schnell ein Gefühl der Sinnlosigkeit oder Sinnentleerung aufkommen. Und das andere Extrem wäre, nur noch in dieser vertikalen Achse unserer Seelenebene zu sitzen, nach innen zu spüren, von oben vielleicht gewisse tiefe Erkenntnisse wie runterzuladen, zu empfangen und einfach nur in diesem Gefühl sitzen bleiben zu wollen, ohne jedoch in die Handlung zu gehen. Und das können wir als egoistisch bezeichnen oder ineffizient, wenn du Erkenntnisse hast, ohne sie in die Umsetzung zu bringen. Und im Optimalfall verbinden wir beide Ebenen. Wir spüren zuerst in die Seelenebene, lassen den Atem entlang der Wirbelsäule auf- und abfließen, tauchen erst in unser Innerstes ein, um dann aus dem Inneren, aus der Seele die Kraft zu nehmen, im Äußeren zu handeln. Fang hier dann an,
immer noch mit diesem Atemfokus entlang der Wirbelsäule in kleine Bewegungen zu kommen. Erstmal nur aus der Wirbelsäule, du kannst dich rund machen und zusammenrollen, du kannst dich strecken, Länge finden, du kannst dich twisten, zur Seite neigen, kreisförmig bewegen. Und spüre dabei nach wie vor, wie mit jeder Einatmung diese Seelenenergie in dich fließt. Und jetzt fang an, auch deine Arme, deine Schultern, deine Hände mit in die Bewegung zu bringen. Aber nie isoliert in der äußeren Handlung, sondern immer getragen aus deiner Mitte. So dass der Atem aus deiner Mittelachse in die Arme und Hände nach außen fließen kann. So dass das, was du tust, das, was du in der Außenwelt bewirkst, in jedem Moment in Einklang mit deiner Seele und der Innenwelt ist. Und find auch hier vollkommen freie Bewegungen aus dem gesamten Oberkörper inklusive Schultern, Armen und Händen. Tauch ein in das Gefühl der Leichtigkeit, das entsteht, wenn dein Tun nicht mehr vom Ego getrieben ist, sondern von deiner Seele genährt, getragen und gehalten ist. Und schau auch, wo in deinem Leben kennst du dieses Gefühl? Wo in deinem Leben hast du Situationen, wo das, was du tust, im Außen vollkommen im Einklang steht mit dem, was deine Seele bewirken will? Und dann aber eben hast du die Momente, wo du dich im äußeren Tun verhaftest oder verfängst? Und wie kannst du in den Momenten auch wieder mehr Seelenenergie dazu beigeben? Finde aus deiner freien Bewegung dann mehr und mehr wieder zurück in die Stille. Lass den Körper ruhiger werden. Bleib weiterhin in dem Atem durch die Kopfkrone. Lass den Atem entlang der Mittelachse nach unten fließen und aus dem Becken mit der Ausatmung wieder nach oben. In jedem von uns schlummert ein gewisses Potenzial, wie ein Samen, der darauf wartet, gewässert zu werden, um sprießen zu können. Und wenn dieser Samen im Trocknen liegt, dann enthält er zwar all das Potenzial für die Pflanze, die draus wachsen könnte, aber es wird nichts passieren. Und du kannst dir sinnbildlich wirklich deine Seele vorstellen, wie Wasser, die, wenn sie in dich fließt, diesen Samen wässert, aktiviert, aufsprengt und zum Sprießen bringt. Sodass durch das Zufügen deiner Seele dein inneres Potenzial wachsen kann.
Und die nächsten Momente visualisiere diesen inneren Samen für dein eigenes Potenzial in dir. Und visualisiere auch, wie deine Seele wie Wasser in dich fließt und diesen Samen zum Sprießen bringt. Nimm wahr, wie dieses Seelenwasser deinen ganzen Körper mehr und mehr ausfüllt. Bis in die Beine, Füße, bis in die Zehen fließen kann. Und dein Körper wie ein Gefäß wirklich von unten nach oben füllt, erfüllt. Und im wahrsten Sinne des Wortes beseelt. Und wenn dein Körper dann vollständig mit deinem eigenen Seelenwasser erfüllt und beseelt ist, visualisiere, wie das Wasser aus dir raus überfließt und durch dieses Übermaß an deinem Seelenwasser kannst du dir vorstellen, wie du all diese Potenzialsamen derjenigen Menschen mit aktivieren kannst, die in deinem Umfeld sind. Durch dein eigenes Beseeltsein kannst du nicht nur dein eigenes Potenzial zum Wachsen bringen, sondern auch all die Potenziale und Samen und Anlagen derer in deinem Umfeld mit aktivieren. Wenn du magst, bleib weiterhin in diesem Bild, wie deine Seele wie Wasser in dich fließt, dich vollständig erfüllt und dann über dich überfließt, neben dir in den Boden sickert, neben dir Potenzialsamen zum Wachsen bringt. Oder aber löst dich langsam wieder von dem Atem entlang der Wirbelsäule. Lass den Atem wieder ganz natürlich fließen. Nochmal für den Moment in diesem beseelten Zustand zu verweilen. Und dann öffne langsam deine Augen.